Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play City Skylines After Dark Season 2. Genau, mit Donnern und Trompeten. Nee, das ging anders. Ah, ich muss hier gerade noch was ändern. Nicht laden. Ich hatte zum Testen was ausgeschaltet. War das hier? Zack, den Tag-Nacht-Zyklus hätte ich gerne. Ja. Ich habe ein paar neue Sachen installiert, nichts Besonderes. Ich habe ein bisschen mit dem Tool hier gearbeitet, ich finde es zum Kotzen. Ich komme mit dem Ding nicht wirklich zurecht. Ich kann das jetzt mal irgendwie einigermaßen... Das ist schon wieder zu viel. Irgendwie hin, weil das sieht so doof aus. Nee, falsche Richtung. Nee, das ist falsch. Ich will das eigentlich wie gerade haben, aber das geht hier nicht hoch. Keine Ahnung warum, jetzt geht's in der Mitte runter, das ist... ja. Ganz komisch irgendwie, also... also ich weiß echt nicht wie... Was ich, die Entwickler dabei gedacht haben. Ist zwar, aber irgendwie, keine Ahnung. Also ich komme nicht zurecht, wenn ihr da Ideen habt, dann eher damit. Ja, wir sind... Was haben wir denn? Was habe ich mir letztes Mal gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Ist schon eine Weile her. Ich habe ein paar Gebäude installiert. Ich habe hier bei den Parks nochmal diverse Sachen hier reingemacht. Das war, glaube ich, schon... Was habe ich hier? Park with Small Ponds. Hier City Fountain, hier Parkhäuser, genau. Spiral Park. Spinal Park, oder? Nee, Spiral Park, genau. Ein Walkway. Also ich hätte eigentlich es gern gehabt, wenn ich so einen schönen Pier überall machen kann. So ein Kai heißt das. Ein Kai nennt sich das ja. Aber das ist kein wirklicher Kai, sondern das ist ein Park. Und der muss dann entsprechend hier alles mit Gelände hiermit modifiziert werden und das habe ich so nicht hinbekommen. Das ist mir echt zu aufwendig gewesen. Warum ist es folgendes? Es gibt hier... Wo war denn das? War das hier? Genau, es gibt einen Kai. Da kann aber keiner drauf laufen, oder? Mit Kais können sie uferschön abrunden. Kais sind im Prinzip an der Küste gebaute Betonmauer zum Ausgleich der Geländeunebenheiten und Gebietsabgrenzungen in Wassernähe. Problem ist halt nur, da kann niemand drauf laufen. Da bewegt sich nichts. Das ist dann da und das war's. Und ich hätte zum Beispiel eigentlich gerne gehabt, dass man dann drauf laufen kann. Also das sieht eigentlich dann... So sieht das dann aus. So ist das gedacht. Ja, dann können die hier laufen. Hier haben sogar noch Parkplätze. Nur hier ist dann auch wieder so, ihr seht, das geht hier so schräg runter bei den Parkplätzen. Und das muss man dann auch mit dem Tool hier, also hier mit dem Gelände, irgendwie muss man das dann machen. Und das ist echt, ganz ehrlich, das ist mir zu aufwendig. Das ist, ich weiß nicht. Weil da können die Leute drauf laufen. Das ist richtig cool sogar. Ja. Aber ich habe eine andere Verwendung gefunden. Eine Keilmauer würde so aussehen. Sollten wir vielleicht so machen. So würde das aussehen. Ich jetzt persönlich nicht so toll. Kann man natürlich machen, ich weiß aber nicht so wirklich. Ich lasse es auch jetzt mal so. Das werde ich dann wahrscheinlich wirklich so machen. Aber ich würde es eigentlich gern ein bisschen anders haben. Aber gut, okay. Also wenn ihr da Vorschläge habt, ne, sofort her damit. Na genau, rein geht nicht. Dann ist da auch schon Schluss. Ja, so irgendwie, also ich weiß ja, das gefällt. Das sieht eigentlich auch cool aus, aber da kann niemand hin. Da kann niemand drauf. Das ist wieder was, was ich halt... Das finde ich halt bäh. Und doof. Kann ich jetzt hier irgendwie... Gelände kann man irgendwie... Na doch, irgendwas kann ich machen, aber... Gut, es zuckelt. Ich würde da ja dann gern hier vorne dran so ein bisschen was bauen. Oh ja, cool, das wackelt doch aber. Warum auch immer. Aber da kann ich jetzt auch nicht viel mehr bauen. Nö, nicht wirklich. Ja, nee, wegen der Straße, klar. Müsste ich alles abreißen. Das ist dann halt wieder so eine Sache, wo ich sage, nee, dann hat das keinen Sinn, dann kann ich den Krempel auch lassen. Weil dann sieht das Standard naturgemäß irgendwie schöner aus. So eine Naturküste hier, da kann ich dann wieder Bäumchen hinpflanzen und so weiter. Hast du nicht gesehen und das gefällt mir persönlich mehr. Also ich weiß echt nicht. Gut, okay. Ist halt dann so, ne? Okay, die Einwohner fehlen noch. Oder? Fehlen noch Einwohner? Ja, fehlen noch.
Oder hatten wir die nicht schon mal? Ne, die hatten wir noch nicht. Nein, hatten wir noch nicht. Ja, ich habe wie gesagt mit hier halt noch geschaut, Parks und so weiter, hier so Geschichten. Da, Parking Lot, genau, das muss ich gleich machen. Komm, dann gib mal Stoff hier. Das habe ich mir, das fand ich sehr gut. Das ist eine Einbahnstraße, die muss bleiben. Das ist keine Einbahnstraße, die kann weg. Halt, Moment, wo waren die hier? Weil ich mir auch überlegt habe, es ist wahrscheinlich nicht verkehrt, wenn man da so ein paar... Moment, hier, hier kommt wieder einer rein. Da. Sicher nicht verkehrt... Doch, das wird schon gehen. Sicher nicht verkehrt, wenn man da mehrere Parkplätze hat, weil es nimmt ja wirklich dann auch die... Na, jetzt bin ich total überfordert, gerade beim Reden. es nimmt mir einfach ein bisschen Verkehr raus und sieht auch irgendwie schöner aus. So, das was frei bleibt, tun wir ein bisschen mit Bäumchen darin kleistern. Da habe ich mir auch nichts gefunden, so kleinere Sachen, da kann man noch hin. Da noch. Macht jetzt einfach hin, so na, wie bei Anno, wo man dann im Pflaster so einen Platz machen kann. Also das ist einfach nur so ein 1 Quadrat, was dann halt auch als Ding fungieren kann, als Weg. Aber das ist dann halt zur Verzierung. Sowas hätte ich gern, so Einzeldinger. Ich weiß auch nicht. Bisschen schwierig, das zu erklären. Jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass wir noch die Bevölkerung hochpushen. Das heißt, wir haben ja überall Platz. Ich könnte ja hier hinten dran das jetzt mal machen. Ich könnte ja auch mal die Straßen upgraden. Hier lang. Durchziehen. Hin. Das überlege ich gerade. Soll ich hier überhaupt rein? Ja, so kann man noch einer kommen, noch ein bisschen drumherum was bauen. Hier muss man raus. Da muss ich jetzt random rausgehen. Ja, das sollte reichen. Das heißt, hier kommen überall Wohnungen hin. Ich mache jetzt nicht allzu viele, denn ich muss unten den Balken im Auge behalten, was passiert. Haben die alle Wasser? Ja, die haben Wasser. Da unten ist auch soweit Wasser. Hier hinten auch. Müllverbrennung müsste ich dann mal bauen, wenn ich kann. Ist genug zu tun. Speed ist hoch. Ja, wenn wir die 7.500 dann haben, dass wir also hier die großen Sachen bauen können, die Bürogebäude, dann Gold sah ich, ja, WoW halt, ne. Geld habe ich mittlerweile viel. Sieht doch positiv aus und da würde ich so langsam mal anfangen, bisschen das, ja, schöner zu gestalten. Aber mit dem Kai bin ich im Überlegen, ihr könnt, wie sieht das denn aus, wenn ich hier so eine... Kaimauer mache. Bis hierhin. Ja, okay. Der kappt das da sofort ab. Was müssten wir denn da machen? Das kann man doch bestimmt. Kann mal gucken. In der Zeit, in der die da hinten sich fröhlich munter. Genau. Gewerbe wollte haben. Gewerbe. Soll ich hier Gewerbe hinbauen? Ich weiß nicht. Überleg gerade. Gewerbe hinpflanzen soll? Nee, eigentlich nicht. Dann habe ich die ganzen Autos, die da rüberfahren. Das heißt, wir bauen einfach mal... Nee, wir machen mal... Ach, bauen wir hier unten einfach. Komm. Das kann ich doch ab hier. Jetzt mal gescheit. Total vergessen. Diese Straßen zu nehmen. Sehen wir doch schön aus. Genau so. Dann kommt jetzt hier einmal das hin. Klar. Ja, genau. Das sind die. Ich wollte gerade sagen, hä? Sind das die großen? Aber. Weil das so. Das sah so ganz anders aus. Viel zu hell, aber es war es nicht. Nee. Wohnung wollte immer noch. Habt ihr da überhaupt schon alles ausgebaut? Ja, so ziemlich. Gut. Brupp. Ja, dann gehen wir halt eins hinten dran, ne? Machen wir es uns noch einmal einfach hier.
Und zwar, wir nehmen einfach mal nur das hier. Sollte eigentlich ausreichen. Das heißt, hier gibt es nochmal Wasser. Genau. Dann ziehen wir gleich mal durch. Haben es ja. Ist außerdem gleich gemacht. Müssen wir das nächste Mal nicht vergessen. Ich muss. Wo war ich denn jetzt? Was will ich denn jetzt? Was will ich denn jetzt machen? Ach ja, Kai. Okay, jetzt ist dunkel. Jetzt sieht man nichts. Ja, okay, gut. Das. Nee. Nee. Das muss ich tagsüber machen. Oh, hier ist ja ein Berg. Cool. Tisch eben erst. Not bad. Habe ich noch nicht, kann ich noch nichts machen. Das nervt mich jetzt gerade so ein bisschen am Nachtmodus. Ich will überlegen, ob ich das vielleicht... Nee, ich lasse den an. Das ist halt blöd, aber was soll's. Weil im Nachtmodus sieht man das jetzt wirklich... Also ich habe da Schwierigkeiten, das zu erkennen, wie das wirklich ist. Immer noch mehr Wohnungen. Also was hier geht, das ist jetzt nicht so die Kunst. Das hier kommt am Baumhaus gleich voll. Wenn ihr das unbedingt wollt. Wasser ist noch genug da, Strom ist noch genug da. Ich hoffe, Müll wird nicht wieder ein Problem werden. Das sollte eigentlich in Ordnung sein. Krematorium kriege ich. Das kriege ich jetzt mit 17.000. Dort also noch gut, okay. Feuer ist soweit. Polizei. Ist jetzt eigentlich hier hinten eins. Dann habe ich so ein großes gebaut. Ne, das sind immer nur die Kleinen, gell? Dann muss jetzt hier hinten mal... So, eins hin. Ich überleg, Feuer... Ne, Feuerwehr war hier. Ja, komm. Feuerwehr bauen wir auch hin. Geht die direkt neben dran? Ja, geht direkt neben dran. So, Mutat. Was ist hier im Drecksbalken? Gut, wollte er auch noch haben. Und da haben... Und zwar kriegt er die... Oh, Entschuldigung, dahin. Da ist auch genug da. Das muss ich dann entsprechend irgendwann mal erweitern. Also generell dieses Netz. So, jetzt ist Tag. Jetzt können wir hier rumbasteln. Zumindest irgendwie das mal versuchen. Oh, das ist ziemlich steil. War das hier mit? Das geht nicht. Doch mal größer nehmen. Das macht einen guten Eindruck. Ich habe, wie gesagt, kaum Ahnung, was ich hier mache. Ich mache das jetzt einfach mal so. Ich hoffe, das ist nicht verkehrt. Ich will ja einfach nur, dass das dann nachher bis der runter geht. Das wird jetzt mehr geklettet, ne? Gut. Ich hoffe, das ist jetzt wirklich richtig. Ich bin kein Profi, was diese Dinge angeht. Im Gegenteil. Ganz, ganz schlimmer Amateur. Jetzt habe ich wahrscheinlich hier vorne den Abhang. Jo, natürlich, klar. Selber gerade, das ist irgendwie kontraproduktiv, was ich da mache. Hm, oder? Täuscht das? Ja, ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich will eigentlich nur, dass ich das nachher bebauen kann. Ordentlich. Ist das richtig? Was passiert, wenn ich da oben runtergehe? Wenig viel. Gut, prima. Aber es scheint flacher zu werden. Gut. Zumindest hier oben. Irgendwie, keine Ahnung. Wenn ihr nebenbei ein Klacken wahrnehmt, das ist meine neuere Tastatur. Die WoWler unter euch werden das vielleicht schon... Nee, Moment. Nein, ihr werdet es zuerst hören. Die WoWler, die WoW-Videos gucken, die kriegen das erst später mit. Ihr kriegt das sogar zuerst mit. Ich habe eine neue Tastatur, eine mechanische, allerdings eine ziemlich leise. Also die sollte nicht allzu laut sein und mich selbst übertönen. Das wird die Musik schon machen. 7200 Schrams bald. Weil ich würde nämlich hier unten, wenn es geht, direkt am Kai Straßen entlang legen. Deswegen gucke ich, dass ich das irgendwie... zusammenkriege, damit wir da nicht die, damit wir da das schön ausnutzen können. Weil dann sieht es vielleicht noch ganz schön aus. Kann ich vielleicht noch ein bisschen... Auch wenn dann keiner läuft, macht es ja auch irgendwo nachvollziehbar. Es ist ja keine Abgrenzung.
Aber gut, okay, so ist es dann halt. Nochmal gerade gucken, da stimmt alles. Jetzt habe ich hier außen was hochgemacht, kann das sein? Jo. Okay, muss ich runter machen, das sieht nämlich blöd aus. Okay, ja, das passiert dann halt, wenn man nicht aufpasst. So viel zu den Türen. Ich finde das, ich weiß, ich komme damit nicht so zurecht, keine Ahnung. Naja, gut, okay, das fand ich in anderen Teilen irgendwie besser. Mir fällt jetzt spontan der dritte Teil ein, da war es zwar, da konnte man. Hat man ein bisschen großflächig das gebaut, hat dann das gebaut, was man haben wollte. Und danach hat man es halt entsprechend bis dahin wegmachen können, aber das System war da auch anders. Das ging ja noch alles mit Kacheln. Oh, gleich haben wir es. Es ging alles dann schön mit Kacheln und da war das natürlich kein weniger das Problem. Hier ist es natürlich viel fein. Go, 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 einer noch! Juhu, da ist es. Neue Steuerrichtlinien, U-Bahn, bla bla. Oh, guck mal, ja, schön, schön. Müllverbrennungsanlage, die werden wir, glaube ich, gleich mal bauen. En masse. Warum ist hier nichts? Warum ist da nichts? Kohlekraftwerk hin, ne? gleich mal Kohlekraftwerk hin. Oh, hier. 2, 3, 4, komm. Volle Pulle. Es dürfte wieder gerne mal wieder Tag werden. Oh, da ist der Mond. Da ist er. Da oben. Da oben. Vielleicht sieht man ihn noch. Jetzt nicht mehr. So, das haben wir jetzt voll. Ich überlege jetzt gerade. Die wollen immer noch Wohnungen. Ich mache jetzt folgendes. Ich mache jetzt Pause. Oder ich mache langsamer Betrieb. Wir werden jetzt hier oben anfangen, die abzureißen. Und dann kommen erstmal neue hin. Oh, hier ist auch noch Platz? Nee. Wollte gerade sagen, da geht doch nichts. So, jetzt geht die Bevölkerungszahl erstmal drastisch runter. Jupp. Aber dafür dürfen dann neue wachsen. So, jetzt können wir uns hier dem nochmal widmen. Ja, wie vermutet. Wir machen nochmal langsam, sonst ist der Tag so schnell vorbei. Jetzt können wir das wieder senken, aber dann. Ja, geht das vorne dran. Okay, gut, die Keimauer muss aber doch nicht da so irgendwie ne sein, oder? Komm, wir senken das einfach mal ein bisschen. Sieht irgendwie doof aus, wenn die Keimauer dann da nicht irgendwie Wasser abhält, weiß nicht. Also sollte ja dann eigentlich schon Wasser sein, ne? Hier. Da dann drüber. Ist ja blöd, ne? Ach man, schade. Jetzt habe ich mich gefreut, dass das so, ne? Dann machen wir hier mal Galschlag. Damit man da unten bauen kann. Ach du Scheiß, was mach ich denn da? Gleich mal. Ach nee, das ist so. Oh, ich bin so doof. Weil es so groß ist. Scheiße, bin ich blöd. Lass hier mal weg, das. Ja, okay, gut. Wenn wir die Dinger gar nicht richtig handhaben können, das braucht man sich nicht wundern. Ist jetzt weggespült vom Wasser oder nicht? Ja, so halb, okay, gut. Nee, das kann dann auch noch weg. Ach du Scheiße. Was macht denn der Drownie da für eine Kacke? Heilige Mutter Maria Gottes. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und außen am Wasser kommt es wieder. Ach du Scheiße. Das ist doch nur gelassen. ich glaube, wir machen folgendes. Ich reiß den Scheiß wieder ab. Guck, dass ich das so begradigt bekomme. Und das wollte ich eigentlich nicht so lassen. Das sieht ja nichts aus. Jetzt kann ich ja wieder volle Größe machen, oder? Irgendwie so. Jetzt machen wir da einen Strand. Cool. Das wollte ich eigentlich nicht. Machen wir einen Strand, hä? Wasser holt sich das alles wahrscheinlich wieder. Nö. Ach cool, da haben wir einen kleinen Strand. Macht auch nichts. Jetzt, wo geht's eigentlich zum Meer? Da hinten geht's zum Meer. Ach, wir haben ja gar kein Meer.
Wir haben Schiff, okay. Haben wir mehr? Hier haben wir... Ja, okay, theoretisch gesehen haben wir mehr. Komm, wir spielen noch ein bisschen rum. Ist das wenigstens... eben? Nö, nicht wirklich. Müssen wir noch ebenen? So irgendwie. Sind wir da raus. Weiter anheben. Da auch. So. Jetzt haben wir uns da ungewollt einen Strand gebastelt. Da könnten wir dann eine Kaimauer hinbauen, ne? Geht das? Wo sind die Kaimauer? Ja, sorry, wenn das jetzt gerade hier so ein bisschen komisch ist. Ja, könnten wir jetzt machen. Sollten wir vielleicht grundsätzlich dann so machen, ha? Huh? Das wäre natürlich jetzt, ja, irgendwie schöner dann. Oder? Oh, das sieht doch schon besser aus. Ey, da muss ich aufhören. Ja, so ist das. Ja, so macht das sogar Sinn. Weil es ein niedrigerer Bereich, ein tieferer Bereich ist. Ja, gut. Das hier vorne hat sich schon mal gut entwickelt. Wie sieht denn das hier mit den Parkplätzen aus? Oh, da werden so ein paar benutzt. Da sind ja auch, glaube ich, ein kleiner Park noch dabei, oder wie war das? Genau, Parkbank. Es zählt ja, ist es ja auch ein Park, ne? So ist es nicht. So. Was machen wir denn hier jetzt Schönes? Die wollen jetzt Gewerbe. Hier Gewerbe hinbauen? Können wir denn da unten... Ach nein, das ist ja... Falsch, 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 falsch. Warum wird das jetzt angehoben? Ist doch scheiße. So. 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 Und so. Ja, macht doch einen schönen Eindruck. Hang entlang. Ne, es sollte aber eigentlich mehr runter. Obwohl. Ist ja nicht. Das geht nicht, okay. Das geht aber. Das geht auch. Kommen wir hier nochmal runter. Da muss aber dann nichts unbedingt gebaut werden. Die Mitte kann auch frei bleiben. Oder Büros hinbauen. Was baue ich jetzt? Büros hin? Ach, da außen geht auch noch. Schick. Komm hier aus. Büros hin. Kleine. Den Rest machen wir dann mit, ja. Genau, mit denen voll. Ach, das war zu weit. So weit will ich da noch gar nicht bauen. Hier mal so ein paar Büros. Da wollt ihr, das wirklich? Oh, zu groß. Hat sich da überhaupt irgendwas? Ne, das wird jetzt... falsche Richtung. Runter mehr, oder? Aber ich muss da ja nichts bauen. Was mache ich denn da für Quatsch wieder? Ja, ich weiß, ihr wollt da was haben. Das da muss dann doch wieder hoch. Das kann ich nicht bringen. Mach ich das jetzt gerade runter? Jetzt mach ich's wieder hoch. Es ist zu. Nein! Warum macht er das denn runter? Bin ich zu blöd für sowas? Bin ich zu blöd dafür? Ja, aber mal sowas von. Heb das mal schön an. Hebt das jetzt an?
Irgendwie, ne? Na komm. Tut mir echt leid, also in der Folge hier, also nur Krempel hier am machen. Da müsst ihr gerade einiges aushalten. Schön ins Mikro geblasen. Moment. Gelände glätten. Das müsste es ja dann eigentlich sein. Ja, sieht gut aus. Das können wir auch, glaube ich, so lassen. Genau, hier kann ich jetzt, ja, da mache ich jetzt, nee. Das machen wir hier weg. Das wird dann gleich großes. Das kann ich doch dann. Soll ich das jetzt anpassen oder nicht? Komm, wenn wir dabei sind. Kann man das hier anpassen? Man sieht irgendwie nichts. Okay, gut. Dann bin ich wieder zu blöd für. Kommt gleich was Großes hier hin. Hier mache ich gar nichts hin. Ja, ich weiß, ihr meckert. Hier kommen die dicken Büros hin. Nicht Büros. Gewerbe. Ich weiß, ihr kriegt dann auch was zu saufen. Wird gleich gebaut. Aber nur der Bereich hier. Sieht es damit aus? Wächst da überhaupt irgendwas? Das muss ja nicht bebaut werden. Wobei, das da kann theoretisch bebaut werden. Das hier auch. Ich muss ja nicht alles bepflanzen. Okay, es war klar, dass das nebendran nichts wird. Wie sieht das denn jetzt so aus? Ja, macht einen putzigen Eindruck. Genau, Wasser fehlt noch. Da holen wir uns von da. Das hier unten wird nicht so schön, aber wenigstens mal ein bisschen Abwechslung da drin. Ich überlege, ob ich die Straße da neu mache. Da wird sie wahrscheinlich entsprechend hoch dran liegen. Ne, Straßen waren hier. Okay, ich mache jetzt Folgendes. Moment nervt mich das gerade. Ja. Das ist echt nicht böse gemeint. Im Moment nervt es mich gerade wirklich sehr. Warum baut der da hoch? Das ist doch Quatsch. Immer noch. Naja, das geht noch einigermaßen. Das ist aber... Das ist wieder Banane. Warum baut der da hoch? Naja, wird schon irgendwelche sinnlosen Gründe haben. Gut, okay, das bleibt aber dann so. Das muss ja nicht unbedingt bebaut werden. Ja, weil das hier finde ich Banane. Oder? Ja, das ist Banane. Warum wird das dann nicht mit angepasst? Verstehe ich nicht. Hier, alles durcheinander. Sieht einfach scheiße aus. Sorry. Kapiere ich nicht. Was soll der Quatsch? Naja. Wird schon irgendwie nicht stimmen. Keine Ahnung. Ja, immerhin unser Städtchen wächst und gedeiht. Oder schon ein höheres Häuschen. Was machen wir jetzt? Ne, wollen wir da weitermachen? Ja, dann machen wir gleich weiter. Machen wir mal Speed langsam. Wir machen das jetzt. Ich mache das jetzt mal so, wie ich es in der Vergangenheit immer gemacht habe. Was ist denn das? Orangene. Ach, das ist ein Dach. Ich werde das so mal in der Vergangenheit immer so peu à peu das Ganze aufarbeiten. Das gleiche mache ich hier auch. Bei, ja doch, erstmal noch werde ich das mit Gewerbe pflastern. Das wird später dann verstärkt die Bürogebäude werden. Jetzt haben wir hier vorne schon mal etwas Individuelles. Immerhin. Kann man hier Wege bauen? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, hier kommen jetzt einfach Bäume hin. Die kleister ich jetzt einfach mal hier hin. Mal einen kleinen Mischwald draus. Ich würde es ja eigentlich anders gestalten, aber
Das habe ich jetzt gerade wohl. Das mach ich vielleicht ein andermal. Ich habe jetzt gerade nicht so die Lust rumzufummeln. An dem Eck hier, jetzt habe ich das so ein bisschen gebaut. Lassen wir das auch so. Ach, hier fehlt ja was ganz Wichtiges. Oder? Moment. Wo ist der Deinhard? Wo ist. Bin ich wieder zu doof? Da. Was bauen wir denn hin? Ah, hier wieder den japanischen Garten. Einer dahin. Ne, da oben ist einer. Hilft das jetzt? Ich guck. Ach, jetzt auf einmal ist es zu steil. Arschloch. Können wir es erhöhen? Oh ja, okay, das ist zu steil, kein Wunder. Wahrscheinlich hilft das überhaupt. Das macht es nur schlimmer. Egal, haben wir so einen kleinen Vorsprung. Cool, dann wird da gar nichts gebaut. Genau. Oder geht das jetzt? Im Moment, das will ich jetzt probieren. Zu steil. Egal, dann bleibt da nichts. Ach, das sieht echt putzig aus. Erinnert mich ein bisschen immer an Anno. Mit dem Gebäudestil. Oh, Jesus Maria. Das ist, glaube ich, einer der neuen Gigastore. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gerade echt nicht. Kann gut sein. Musik. Oh, da kommt der nächste. Nike. Wo ist eigentlich die Musik abgeblieben? Radio Musik. War da ein bisschen lauter. Vielleicht hören wir so eine Alpha nicht. Na, 30. Das hatte ich eigentlich auf 0. Sorry, wenn ich das hier wieder gerade rumstelle. 15. Sollte eigentlich jetzt passen. So, das heißt, das hier wird peu à peu gemacht. Moment, Mikro richten. Was hat hier unten gefehlt? Was fehlt hier? Nicht genügend gebildete Mitarbeiter. Ach, kann ich jetzt die Uni eigentlich bauen? Oh, die Uni können wir bauen. Universität. Die kommt hier hin. Ja, was ist das da? Scheiße, das ist die Grundschule. Halt. Bauen wir sie da hin. Hm. Da hin. Yep. Scheiße, da war ja eine Haltestelle. Was sieht denn mit der eigentlich? Dann mache ich jetzt aber auch gerade mal Spaß. Aber folgendes, wir gestalten die Uni ein bisschen. Und zwar, das hier wird weggemacht. Das hier wird alles weggemacht. Machen wir mal langsamer. Jetzt müssen wir die Linie korrigieren. Ah, scheiße. Aber die hört doch nicht auf. Die geht doch weiter. Erstmal hier hinlegen. Erstmal so hinlegen. Aber wieso geht die denn da jetzt lang? Das verstehe ich gerade nicht. Machen wir so. Da noch eine hin, da hin. Da lege ich jetzt einfach noch welche dazu. Und dann ist gut. Schadet ja nicht. So doch nicht. Zack, so war das gemeint. So. Da steht noch was? Hab ich was vergessen? Nee, hab ich nicht. Jetzt überlegen wir mal, was können wir denn hier so gestalten? Was könnte man denn machen? Wir haben doch hier Parks. Genau, einen botanischen Garten könnte man basteln. Japanischer Garten ist wahrscheinlich in der Nähe. Da unten ist einer, genau. So, jetzt können wir aber doch hier. Genau, hier sind Wege. Da können wir doch irgendwas basteln. Wege waren nicht.
Genau. Das hier bitte. Was? Na, direkt an die Kreuzung kommen. Nö, eigentlich nicht dahin. Genau, so hätte ich das gerne. Und von der Kreuzung und dann noch. Und so. Mal einfach mal so ein bisschen was gemacht. Ist jetzt nicht so die Welt. Ach, ich habe keine Parkding oder so ein Krempel. Ein Karussell. Was habe ich denn eigentlich noch? Brunnen habe ich. Genau, können wir da einen hinklatschen. Da ein. Was hatte ich noch für Sachen? Ne, das ist ein großer Park. Ne, dann war's da schon. Gut. Noch ein paar Bäumchen dazu. Mal dann. Immer solche hier. Ich mach die jetzt einfach mal lieblos dahin. Kennt mich ja, ist ja normal bei mir. Es geht hier einfach nur darum, dass ein bisschen was da ist. Damit wir wirklich was Individuelles haben. Haben wir doch schön gemacht, ne? Eigentlich hätte ich ja gerne so Studentenwohnheim irgendwie so. Wo war das? Das hat mir bei, gut, das war halt die Sache mit der Forschen, die man bei SimCity 5 von EA hatte. Da konnte man dann entsprechend, noch so das, eine Universität schon ausbauen. War natürlich am Ende etwa ein Viertel so groß wie das, wie dieses scheiß kleine Pissgebiet, was man da hatte. Aber immerhin. Gut, okay, jetzt haben wir da wirklich mal... Oh, schön, oh, hier vorne, oh. Warte, die Industrie später zurückbauen. Da ist ja ein Hügel. Hier oben würde ich auch gerne ein bisschen Windenergie machen. Also einfach nur, damit es schöner aussieht. Oh, Scheibenkleister, was ist denn hier los? Habe ich hier nicht eine Einbahnstraße mal draus gemacht? Hier ist... ich habe doch hier meine Einbahnstraße draus gemacht. Das hier ist eine Einbahnstraße. Nee, doch nicht. Oh. Okay, aber die wollen jetzt alle hier hin. Dürfen nur hier rüber. Die dürfen hier lang. Oh oh. Jetzt haben wir... Ach du Scheiße. Schon nochmal einen richtigen Stau. Und hier will keiner mehr hin. Die wollen alle da hin. Ah, das erste Hochhauswohnung. Aber warum fahren die da nicht hier durch? Das geht doch viel schneller. Das ist was, was ich bei der Programmierung hiervon nicht verstehe. Warum fahren die nicht? Nee, das wird immer schlimmer. Das geht bis dahin. Geht das nochmal. Warum fahren die nicht direkt hier hin? Verstehe ich nicht. Weil die suchen sich immer den Weg hier. Verstehe ich nicht. Hier hoch darf doch. Ist keine Einbahnstraße. Aber da muss ich eine Einbahnstraße draus machen, oder? Wenn ich vorüber geht, besser. Machen wir das mal. Einbahnstraße, Einbahnstraße. Da muss es in beide Richtungen gehen. Und da lang, ich fand da lang. Hier auch noch einmal Straße draus. Hier auch. Das gleiche. Jetzt flutscht das aber auch nicht wirklich besser. Auf der anderen Seite geht es schön gut raus. Hm. Wie können wir das Problem lösen? Das sind die Gewerbegebiete da. Überlegt, da müssen auf Dauer doch Büros hin. Ja, ich glaube, da müssen auf Dauer wirklich Büros hin. Wie wir es schon mal hatten. Ja, ich glaube, das ist echt die einzigst wirklich gute Lösung. Puh. Hier komplett Einbahnstraße wieder machen. Wir machen eine komplette Einbahnstraße durch. Aber das ist kein Problem. Bis hierhin, ja. Es geht
Ah, okay, jetzt hat er sich gelöst. Warum auch immer. Warum auch immer. Das ist ja natürlich mehr Verkehr. Oh, aber 10.000 Einwohner schon. Wow. Ihr wollt immer mehr. Da, ah, da kommen die ersten Häuser hier. Cool. Dududum. Direkt am Wasser. Genau, apropos Wasser. Strom ist genug. Oh, Wasser. Yep. Ah. Was Neues machen? Ist das schon dran? Ja, ist schon dran. Und eine Pumpe. Ist auch direkt dran. Gut, das haben sie mal geändert. Was brauchen wir für das Gewerk? 40.000? Ah ne, 17.000. Okay, dann ist ja schon bald. Oh, das nächste gleich nebendran. Schön. Die haben zu wenig gebildete aber Mitarbeiter. 500. Was soll ich? Bildung, genau. Universität. Warum sind die rot? Absolventen. Achso, okay. Oberschule. Oh, die ist grenzwertig. Da ist noch genug vorhanden. Wo war die Oberschule? Da und da. Okay, da muss hier unten eine hin. Das heißt, den haben wir gebaut. Tennisplatz. Ist hier irgendwas? Da ist nichts. Gut, dann können wir die Straße hier einreißen. Kann die dahin. Na? Willst du jetzt gebaut werden? Jetzt belegt, was habe ich denn hier? Was ist denn da? Ach, da habe ich eine Polizei. Glaub's. Oh, dann, mach ich jetzt hier wieder eine Buslinie kaputt? Nö, machen wir nicht kaputt, gut. Dann wirst du da jetzt abgerissen. Ist mir ja, gibt ja wieder was Neues. Schöne Schule als Ersatz. Ja. Oh, was ist denn da noch alles? Gibt's doch gerade nicht. Bin ich wieder zu doof zum Bauen? Da ist es doch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was hat er denn gebaut? Tennisplatz. Kriegt er den halt wieder. Ich finde. Tennisplatz. Zack. Nee, das war hier. Wege. Erstmal hier entlang. Und den können wir hier abschließen. Oh, doch nicht. Was kann ich denn hier noch? Was ist denn der Straße? War hier. Nicht upgraden. Gerade bitte. Etage. So, jetzt können wir die Straße ideal nutzen. Dann können wir. Ne, ich baue hier nochmal klein hin. Beziehungsweise da ist ja der Weg, das heißt, der Weg, den führen wir quer. Genau. Erstmal geradeaus. Ja, es ist gerade so quer rein, ist mir eigentlich aber auch egal. Es soll ja was Jude aussehen, ne? Kann man hier vielleicht irgendwie rum entlang? Das geht gar nicht. Nee, nicht schon wieder. Das ist dumm. Das ist wieder was, was ich nicht verstehe. Das geht. Ja, das ist doch okay. Damit kann ich leben. Damit wieder nicht. Mit dem Ende. Damit. Ja, das ist doch okay. Dann können wir auch Spaß haben, jetzt noch schnell hier ein paar Bäumchen hinsetzen. Weil das ein bisschen da was aussieht. Haha. Den machen wir die Sicht kaputt. Ach, manchmal bin ich schon ein blöder Hund. Aber jetzt haben wir wenigstens mal hier so einen Weg rüber.
Müssen die nicht da hinten so lang laufen? Ja, ich klatsche jetzt einfach mal so hin, damit wir wissen, okay, da haben wir was gemacht. So, jetzt haben wir hier das Ganze. Es wächst und wächst und wächst. Was macht die. Was ist mit dem eigentlich? 30 Besucher. Boah. 600 Absolventen, 10.000. Geld ist immer noch in Ordnung. Wir nähern uns der 900.000. Schön. Hier haben wir ein bisschen. Ah, genau, dann können wir gleich hier noch ein paar Sachen hinpflanzen. Wenn wir schon freien Platz haben. So ein bisschen. Kann man das zusätzlich hinhauen? Genau. Hier unten scheint soweit zufrieden zu sein. Das sieht echt cool aus. Zwar alles gleich, aber gut, okay. In der Speicherstadt sieht das auch alles gleich aus, nicht? Da hat sich so nichts geändert. Ist aber trotzdem schön. Downtown. Dann hat er doch hier gemeckert. Hier war doch ein Gemeckerer. Nee, doch nicht. Gut. Dann fangen wir jetzt weiter. Wieder langsamer. Da war's. Und zwar die Zoning. Die beiden hier. Und neu bauen. Zack. Mit den Mülldeponien weiß ich noch nicht genau, wie man das macht. Das ist natürlich auch schön. Ja, hier die Mülldeponie und nebendran der Friedhof. Ganz klasse. Ja, kann man hier direkt rüberfahren. Da geht's gleich rüber. Das ist die Einfahrt hier. Da kannst du rüberfahren. Zack, gleich abladen. Wird auch dann schon entleert. Und hier hinten sind dann die Müllverbrennungsanlagen. Da wird das Ganze dann artgerecht entsorgt, verbrannt. Ja, super. Die Asche wird dann aufs Feld gestreut. Damit, ja, besser und so, ne? Kann ich eigentlich Windräder? Was bringt mir das Ding da? Er muss auf Wasser platziert werden. Nö, will ich nicht. Kann ich einfach so hinsetzen. Cool. Dann mache ich das. Jetzt hier oben nämlich einen Windpark. Cool. Brauche ich jetzt wirklich einen Windpark? Ich glaub's nicht. Nicht, dass ich davon nichts halte. Das darf man jetzt bitte nicht missverstehen. Nur ich, das mache ich wirklich so quer durch. Yay, 11.000, kleine Stadt. Zug, Gebäude, bla bla bla. Der Bahnhof, ja, so ein Krim soll man auch bauen. Ja, ich baue das jetzt wirklich hier einfach so kreuz, komisch und quer. Ja, das ist Absicht. Ich bin nicht wahnsinnig geworden. Ich will nämlich echt hier oben. Ich weiß nicht, ob man da, ob da Leute wohnen sollen. So irgendwie. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Aber. Scheiße. Es sieht aber lustig aus. nee, es soll hier irgendwie parkmäßig. Ich will hier Parks. Also, ach, ich glaube, das werde ich schon. Keine Ahnung. Also ich habe das jetzt einfach mal gebaut. Kann ich ja noch abreißen. Haben die eine Verbindung zum Strom? Jo, haben sie. Sieht lustig aus. Ah, ich will einfach so ein bisschen individuell. Das soll halt individuell sein. So, das haben sie auch schon angenommen. Gesund. Nee, halt, Moment. Fangen wir von Anfang an. Wasser, Strom, Müll, Gesundheit. Friedhofsauslass. Okay, das ist. 30%, 30%. Das fehlt nur 17.000 Wasch, genau. Fehlt das noch ein bisschen? Das ist soweit in Ordnung. Weil man natürlich. So ein Haupthaus haben wir da hinten, gell? Das ist eine Hauptwache, genau. Dann baue ich einfach hier noch eine hin. Das sollte dann doch irgendwo noch ein bisschen helfen. Ja, also irgendwie. Mobilitätsrate ist niedrig genug, oder? Ich denke, da ist auch noch Platz. Da, da, da. Da unten müsste dann nachher noch was hin. Bildung. Ja, gut. Ja, das ist sowieso ausreichend. 1000. Ach, ich habe darauf gar keinen Bock. Aber das muss ja dann auch gemacht werden. Oh, hier hat sich was geändert. Ist kleiner gemacht, scheinbar. Gut, was soll's. Da war mal so ein 3-Ding. Das habe ich, glaube ich, neu geholt.
als Element. Ich könnte doch eigentlich Gewerbegebiete mal machen. Hier unten die drei auflösen. Und sowas hinbauen. Ja, können wir machen, ne? Alter, sind die klein, sind die klein? Nein, ich will nur die großen haben. Das wird natürlich dann sehr lustig, weil die nämlich dann zip alle hier durchfahren. Der Stau hat sich aufgelöst, das ist gut. Das war also doch eine gute Idee. Da muss ich aber mal rausfahren, einen Stau, ha? Nee, glaube ich beim Rausfahren. Nee, ich muss hier auch. Ah, ich habe einen Fehler gemacht. Verbessern. Ich muss ja hier dann auch eine. Scheiße. Nee, das ist. So rum. Ja, dann hier auch welche machen. Wie der Verkehr geregelt ist. Und dass er bleibt, genau. Bis hierhin. Oh, die Parkplätze werden aber gut angenommen. Ja, die werden richtig gut angenommen. Boah, hätte ich nicht gedacht. Scheiße, jetzt staut sich's hier wieder. Staut sich denn jetzt wieder? Ja, die wollen alle rüber. Snymanstraße, ja. Ach, wo habe ich denn jetzt überall Verkehrsprobleme? Nee, wo habe ich einen Stau halt? Das ist nicht der Stau. Verkehr ist hier. Was, da hinten? Okay. Hier? Ich hoffe, die Zukunft was einfallen lassen. Das wird eh noch entflechtet hier vorne. Sieht es nicht mit der Arbeitslosigkeit aus? Wo war die Arbeitslosigkeit? Bevölkerung? War das hier? Arbeitslose Bürger 4. Gut, okay. 7% Kinder, so wenig. Hm. Teuer, teuer, teuer. Aber hier hinten nicht. Gut, wir sind jetzt bei L5. Ah, sie wollen langsam. Okay, gut, dann können wir damit anfangen. Sie wollen langsam wieder. Wie heißt's? Arbeitsplätze? Beziehungsweise Industrie, sagen sie. Aber sie kriegen jetzt hier sowas. Was, die gehen alle schon weg. Ah! Stopp! Das ist ja falsch. Das kannst du vergessen, mein Freund. Da kommt jetzt das Richtige hin. So. Apropos, ich überlege gerade, wäre das Wort zu groß? Ich Parkhaus? Ja, mach ich mal ein Parkhaus hin. Genau. Und weiter geht's. Das zählt nämlich auch als. Ah, natürlich. Muss ich da rausnehmen. Das baut nämlich innen drin. Das ist Quark. So, genau, es muss frei bleiben. Oder können auch Bäume hinter? Kann man Bäume hinbauen? Bestimmt. Zwei, drei Bäumchen. Drei, so. Wo brennt's denn da? Ah, da hinten irgendwo. Gut, was soll's. Ach, direkt gegenüber. Gucken, wie das angenommen wird. Besucher letzte Woche 27. Sieht man da jetzt was drin? Oh ja, da stehen. Oh, da stehen einige drin. Oh, das ist gut. Das ist wirklich gut. Ein bisschen Verkehr raus. Bald die Stunde voll. Das sieht cool aus. Und eigene Parkplätze. Parkplätze, wie fahren die denn da rein? Ach, da rein. Sieht schon cool aus. Ja, langsam hier kriegt das ein bisschen Gestalt hier unten. Ist da oben. Da muss ich echt gucken, was ich hier mache. Ich hab das, wie gesagt, einfach mal so gebaut, da fährt eh keiner hin.
So. Alter, das wird weiter genutzt. Ich was einfallen lassen. Da staut es dann. Die wollen darüber. Ich hatte aber doch, hatte ich nicht. Da habe ich das gelassen. Hatte ich denn das? Hatte ich das bewusst so rum gemacht? Oder sollte das nicht andersrum sein? Mach das andersrum. So rum. Dann müssen die hier runter. Ne, das hat keinen Sinn. Dann kann ich so hier lassen. Dann kann ich das so rumlassen. Das ist dann Quark. Die Ampeln haben wir ja auch keine. Ich habe keine großen Straßen. So, Wohnungen wollen sie grundsätzlich immer, Arbeitsplätze wollen sie an sich immer mehr. Das heißt, wir werden hier vorne weiter die Zonen. Diese. Und das hier hin machen. Ist nur die Frage, wo baue ich denn jetzt die ganzen... Wo baue ich denn die Gewerbe hin? Soll ich die alle da unten hinbauen? Hm. Wo bauen wir die Gewerbe hin? Da unten habe ich ja schon welche. Hm. Das ist echt die gute Frage. Eigentlich muss das hier oben, eigentlich muss das hier alles weg. Eigentlich alles weg. Peu à peu. Dann da unten ausgelagert werden. Die Industrie ist dann hier, die können die Sachen alle hier hinten lang legen. Ich überlege auch hier jetzt eine Straße rauszufügen. Nee, eine Einbahnstraße. Soll ich hier eine Straße rausführen, die dann die Sachen da hinten hinbringt? Unterirdisch? Oh, das kommt. Oh nein, sag jetzt nicht bitte, die ist falsch rum. Achso, es ist ja nur das Ende. So. Dann kann dahin. Beziehungsweise wir können das. Oh. Ne, das könnte dann eine Straße. Geht ja gar nicht. Ah, nee, alles zu steil. Dann geht das nur über die Richtung. Hier, ganz höchstens. Ach, per Tunnel, cool. Ah, so geht's. Ja, okay, gut. Dann so rum. Genau, dann können wir nämlich jetzt doch hier unten auch weiter. Kann ich hier Gewerbe bauen? Tja. Dann kann ich, nee, das kann ich so lassen. Ach, wo war das denn jetzt? Nee, gerade bitte. Dahin. Genau, dann habe ich was dann jetzt? Mache ich jetzt Parking? Ich lach mich tot. Ne, woanders hin? Das war hier doch gerade das Grobe. Ich da natürlich eine Lücke gelassen, das wollte ich. Wird's wieder abgerissen. So, dann kommt das dahin. Das war der Keiger. Genau, auch den können wir auch so lassen. Sieht ganz schick aus. Kommt das hier in die Mitte noch? Ist, wo ist? Da war das, gell? Nee. Kingland? Ah, nee, der war hier außen. War der da?
Römische Nickleister. Was sind jetzt? Mal vereinzelt die mir reinhauen. Hab ich hier ganz vergessen. Da ist hier noch ein bisschen Platz. So. Da wächst das langsam mehr. Das heißt, wir können jetzt hier unten Gewerbe hinkleistern. Und hier unten können die nächsten Gewerbeteile. Was dann jetzt auch hin. Dann kommen hier unten nochmal die paar Büros hin. Das hier kann man bis hier hin. Das lasse ich erstmal. So, haben die ja alle Strom, haben die ja. Muss aber dann schlicht noch irgendwie. Was? Kreisverkehr? Bibliothek? Nee, Sunken Plaza ist da, glaube ich, das Idealere dafür. Die Mitarbeiter fehlen. Oh, Wasser. Water. Das wächst und gedeiht. Und wir haben jetzt eine Stunde um. Gut, okay. Haben wir doch ein bisschen was geschafft. Oh, wir haben 12.600 Einwohner. Da haben wir mal dezent. Aber die Einwohnerzahl fast verdoppelt. Wir haben einiges geschafft. Ja, viel rumprobiert. Haben ein bisschen was gezeigt. Kennt ja nicht jeder. Ich bin natürlich mit manchen Dingen einfach nicht so bewandert. 149 Nachrichten. ja, vieles gemacht, vieles getan. Ja, gut. Also ich habe natürlich immer Wünsche sind, Anregungen, Tipps. Bitte immer in die Kommentare damit. Je mehr Tipps, Infos ich bekomme, desto mehr kann ich natürlich Sachen verbessern. Wenn ihr, Verzeihung, wenn ihr Wünsche, was wir machen sollen, Vorschläge habt, rein damit. Die Stadt baue ich nicht alleine. Beziehungsweise ich baue sie alleine, solange von euch nichts kommt. Ja? Wenn von euch was kommt, machen wir das entsprechend anders oder schauen wir, was wir machen können. Gucken wir mal, ich habe ja hier so verrückte Sachen da oben. Ich will eigentlich auch gucken, dass ich irgendwie mehr mit Parks arbeite und dass ich da so drumherum baue und so Schlängel. Ich kann ja mal eine Sache zeige ich noch kurz. Ist denn der? Das ist der hier, genau. Zum Beispiel diesen Park hier. Ihr seht das, der hat hier vier Arme. Da kann man wunderschön was machen. Ich habe damit mal ein bisschen probiert gehabt. Da kann man wunderschön was machen. Sowas zum Beispiel. Ja, also, oder generell andere Sachen. Wenn ihr Mods habt oder irgendwelche Gebäude, Objekte oder so, her damit. Ne? Einfach dann sagen, was es ist. Einen Link dazu in den Kommentar. Oder wie das Ding heißt. Ich suche das und hau das Ding rein. Gut, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, ab damit in die Kommentare auf Twitter oder auf Facebook. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme, im nächsten Video, im nächsten Stream. Tschüss.